weiter geht's. Ich habe meine Mod-Link-Sammlung von euch übrigens leicht verhuddelt. Ich bräuchte nochmal einen Link, am besten zu den Nexus, auf diese Nexus-Seite. Oh my god, he's fucking huge. Auf dieser Nexus-Mod-Seite, und zwar für diese realistischen Waffen, dass es so ultra krass aussieht mit Muscle Flash und sowas, mit diesem geilen Muscle Flash, ihr wisst schon. Ich glaube, man sieht auch die Projektile bei dem Mod, oder bei der Mod, bei der Modifikation, genau. Aber das Geilste daran ist wohl, glaube ich, dass man dann nicht mehr so leicht rumballern kann, sondern dass die Bullets auch einen Drop haben. Also man beim Snipen wirklich diesen Bullet Drop mit einberechnen muss auf eine gewisse Distanz. Das wäre nice, wenn ihr mir das nochmal zuschicken könntet, damit ich ja die Mod mal installieren kann. Da oben ist ein Grabstein abgebildet. Fuck, dude. Kevin, fuck me. Corbin. Kollege. Ich weiß nicht, warum Kevin so bescheuert ist. Was ist denn das? Ein Scharfschützengewehr! Danke, my friend! Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das könnte unser aktuelles Scharfschützengewehr ersetzen. Ach Gott, das fuckt mich so ab. Warum? Ich will nicht, dass das hier vorne dran davor steht. Dann finde ich die Sachen nicht. Ich bin einfach zu blind dafür. Okay. Unser aktuelles Scharfschützengewehr heißt Langes Rohr. Langes Rohr. Hier. 44. Und das gehärtete Ding... hat 48. Nice. Das werden wir auf jeden Fall, das wird unser altes ersetzen. Und zwar lege ich das, mache ich das dann auf, Gott, ich glaube auf der 5 ist es, unser anderes. Achtung, 4 müsste das hier sein, genau, und 5 ist jetzt das neue. Hohohoho, yeah. Wow. Was war denn das jetzt schon wieder? Was? Wir testen es mal direkt. Boom! Okay. Sehr gut, die Hirschkuh bleibt einfach stehen. 11 hat die gebracht! Die verkackten Mutanten haben wie viel gebracht vorhin? 9? Alter, wir gehen jetzt auf die Hirschkuhjagd, aber sowas von hart. Geil, okay. Das ist schon mal nice. Das sende ich auch direkt um. Das andere lange Rohr, das ist veraltet jetzt, ne? Das gebe ich einfach jemandem. Das nenne ich das Ding Langes Rohr 2 oder so. Oder Long Pipe. Ich mache es dann einfach auf Englisch. Ich kann das hier nicht umbenennen. Kevin, gut gemacht im Kopf. Bin da Flugzeug und bin abgestürzt. Komm mit, Kevin, wir müssen... Halt, nee, wir gehen gerade... Konzentriert euch mal, ja? Ihr seid wie kleine Kinder. Guck mal da. Nein. Wir gehen jetzt erstmal in eine Richtung, Kevin, was war das? Und... Ich dachte, das wäre wieder ein Hirschkuh, die direkt bei uns stand und sich einen ablachte, wir sie nicht gesehen haben. Immer schön die Kuh drücke. Falls hier irgendwo... Aha. This is a fried hiff. This is a big fried hiff. Das ist zu. Das ist auch zu. Alles zu. Da vorne ist auf jeden Fall jemand, hat sich jemand verbarrikadiert. Barricaded. Und hier kann man sich vielleicht hochschniedeln und dann irgendwas machen. Nein. Was war das? Ah, da kann man rein. Warum kann man hier jetzt rein? Glas. Glasvase, habe ich da richtig gelesen? Ich meine, dass es irgendwas Wasiges gab, wo dann auch Kristalle mit dabei waren beim Verschaffen. Am Dingtisch. Oder halt beim Auseinandernehmen. Da oben ist auch noch offen, das sehe ich. Da links oben, da gehen wir auch gleich hin. Aber hier diese Tür, das ist doch sicherlich bewohnt, oder? Wir zücken mal die Schrotflinte, obwohl die wirklich nicht... Die ist nicht nice. Warte mal. Vielleicht, ganz kurz. Was macht die Secretary nochmal? Die macht 47. Und was macht unser Jagdgewehr? 35. Hoppala. Hallo? Okay, hier wohnt niemand drin. Wow. Das ist irgendwie krass. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Nice, Kevin. Nice. Bring sie um. Ja, weißt du, tot! Ich hau ihn noch ein bisschen. Ohne Nein. Eine Sturmmaske. Die stärker ist als unser aktuelles Ding. Wird angezogen. Wird sowas von angezogen. Storm Mask. Was haben wir gerade? Wir haben. Okay. Das bringt halt gut gegen Radiation was. Ich zieh die an, weil wir kriegen ja dann doch öfter mal Radiation Damage und irgendwie nervt das. Ich finde, das ist schon immer die nervigste, auch ja, sehr nervig gewesen hier bei Fallout, weil man eben Red Axe und Red Away nutzen muss. Ich habe dann irgendwann mir diesen automatischen Endstrahler gebaut in meiner Hauptbasis. Da kann man dann reinlaufen und kann sich eben entstrahlen lassen. Das ist schon ziemlich nice, aber solange man das nicht hat.
Alles okay. Ich dachte kurz, klar, ein Rasenmäher, aber ich dachte, das sah aus wie zwei Kabel. Das war komisch gebaut, weißt du? Was? Ja. Da könnte er sich auch freuen, eigentlich jedes Mal, wenn wir was Geiles finden. So wie Molotow-Cocktail, gell, Kevin? Komm mit, Kevin, jetzt gehen wir zum abgestürzten Flugzeug. Ist das jetzt hier auch direkt abgeschlossen? Nee. Warum nicht? Was fehlt uns da noch? Vielleicht. Ach, komm schon. Zaun, hör auf, hier zu sein. Zaun! Vielleicht ist hier noch was in der Mitte. Hat das hier überhaupt eine Mitte? Da vorne der Baum vielleicht? Oder der hier? Liegt hier irgendwas rum? Kommt hier irgendwas aus dem Boden? Sind der Ghoul oder so, die pennen? Oh. Leuchtpilze, gut. Aber, ah, da vorne ist auch noch was. Und da ist noch Jet, okay. Warum gilt das nicht als abgeschlossen? Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt zum Flugzeug. Hier oben. Dogmeat, schnell, was hast du gefunden? Die abschließende Substanz. Hat er gerade einen Helm gefunden? War das jetzt echt? Nee. Ich hätte jetzt echt ein bisschen gefeiert, wenn das gewesen wäre, aber Kevin, ich bin nach wie vor sehr enttäuscht von dir. Einfach so von Haus aus schon. Meine Grundhaltung dir gegenüber. Guckt euch das an. Krass, was für ein Riesenbrummer. Das ist just a Brum Brum. Wow, 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 wow. What the fuck? Okay, wer kämpft da gegen wen? Raider? Gegen Plünderer oder was? Kamen die rein? Ja, die kamen rein. Ich weiß nicht genau, was hier passiert. Das da vorne sieht aber eher aus wie Siedler, ne? So, Drecksack. Shit, man, haben die meine Siedler gemetzelt? Hm, da brennt's noch, wir warten kurz ab. Und sammeln hier die Leichenteile auf. Pistole, Leiche, hallo? Hallo. Was habt ihr denn... Da sind noch zwei Leute. Oh nein, es ist doch einer. Ja, ein Plünderer nur. Haben die echt nur einen Plünderer angegriffen? Das ist ja lächerlich. Ich dachte, die gehören mehr oder weniger zusammen. Wir gehen gleich zu den Gegnern. Ich will hier noch kurz alles abchecken. Oh shit. This is so scary. Was? Gerollter Boston Bugle. Pff. I don't need such thing. Richtung. Oh, 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 oh. Bam! Noch ein Plünderer. Ah, renn! Lauf, Schlampe! Bam! Du Scheiße! Was geht mit ihr ab? Wow. Leute, also wenn von euch jemand ein Best-of macht, das auf jeden Fall mit reinnehmen. Da liegt ein Dingkern. Kann ich da reinspringen? Da liegt ein Ding ins Bummelskern. Scheiße, das ist eine Treppe. Was war das? Was war das? Ah, das sind Kartoffelchips. Was war das? Oh, da haben wir noch was. Kevin, immer schon die Augen offen lassen, damit du auch alles... Kevin, ich so nicht ah! Sagen. Kevin, wir brauchen jetzt unbedingt... vier Fusionskerne! Kann ich da hoch? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, oder ich nehme an, dass hier oben etwas Dickeres drin sitzt, oder? Wer? Nur ein Plünderer. Legen wir los! Okay, schon ein normaler Plünderer. Du hast gewonnen! Ha! Bam! Oh. Finish him! Scorpio wins! Nice, 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 nice. Oh yeah! Was hast du in den Toiletten versteckt, mein Freund? Oh! Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Du versuchst 5% mehr Schaden. Gegen Maya Lurks, ja! Maya Lurks, die abgeschissensten Bastarde der Welt. Ich finde, das sind echt die ekligsten Gegner, die es hier gibt. Und wir verursachen jetzt viel mehr Damage und so. Na, 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 na. Ich will hoch in die Flugkanzel. Die haben einfach einen Globus da drin. Wir haben Aufzeichnungen. Aufzeichnungen, okay. Direkt anhören. Tipp, 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 tipp. Flug, flug, flug. Hä?
Flug. Achso, Aufzeichnung. Sorry. Ja. Boston Tower, Skylanes 1981. Bitte bestätigen. Over. Verdammt, was ist los? Verdammt, what happened? Oh Gott! Mayday, Mayday, Mayday! Boston Tower, Skylanes 1891. Wir haben ein Triebwerk verloren. Wir gehen runter. Da! Lande auf der Straße! Zieh hoch! Zieh hoch! Ha! Und das war's, okay. Dann sind sie also so hier runtergekommen. Mit dem Oh Gott hat er wahrscheinlich Atombomben gemeint, oder? Die er dann vielleicht gesehen hat. Ist hier noch irgendwas Geiles? Wir sind ziemlich voll. Wir müssen gleich mal zurück. Was für eine Straße hat er bitte schon ange... Okay, gut. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit gerutscht. Ich will nichts gesagt haben. Oh, was haben wir denn da oben? Was haben wir denn da oben? Leute! Wir müssen aufs Dach drauf. Oh mein Gott, wie kommt man da hin? We need to go on the roof. Vielleicht da drüben, über da oben, vorne, links, rechts. Ja, boah, Movement, König. Ist wieder am Schisseln. Ja, ja! Woo! We go on the roof. We are on the roof right now. Boom. Oh shit. Was hat er da, ne? Aha, mit Bajonett. Geiler Scheiß. Das ist einfach cool, wie sie Sachen hier einbauen und verstecken. Du läufst draußen und findest es gar nicht und irgendwann gehst du zufällig wieder hier drüber cool. und findest auf einmal so Zeug. Das ist halt einfach sick. Was fällt denn hier rum? Seine Bajonett-Revolver-Pistole. Boah, sieht auch krass aus. Guck mal, da die saßen im Flügel drin, in der Tragfläche. Kann ich da hoch? Da geht's doch bestimmt nuff, oder? Jawollo! Aber das sieht irgendwie total nicht festgemacht aus. Oder? Was meint ihr? Maulwurfsrattenfleisch. Wer hat das da reingemacht? Warum packt man das da rein? Man schlachtet eine Maulwurfsratte und denkt sich, das Fleisch werde ich jetzt einfach mal hier reinmachen. Das wird gut sein. Es strahlt hier. Sind das die Triebwerke, die strahlen? Ja, wahrscheinlich, ne? Lieber nicht so nahe hingehen. Den Plünderer haben wir, oder? Haben wir schon, ne? Cool. Wirklich extrem cool. Krankenvorrat! Thanks, bruh. Thanks. Wie viel haben wir mittlerweile? Oh, 2,5. Sehr schön. Voll foggy hier. So foggy. Man sieht, es tauchen immer wieder neue Objekte auf dem Radar auf. Wir kommen gar nicht zu denen, die hier drüben waren, sondern laufen jetzt hier rum. Aber ja, ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Ich finde das einfach, das ist das Coolste. An Fallout, dieses Erkunden, Metzeln und sowas. Was ist denn eigentlich hier unten? Okay. Da ist wieder der riesige Robocock-Cop. Hey, was labert ihr? Und was ist da hinten? Nochmal ein Teich oder ein Sumpf oder so. Ist hier was? Nein. Waren wir da hinten? Nee. Da waren wir noch nicht. Da hinten ist ein Mast oder so. Geh mir mal hier. Mach's Zeit. Da, 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 da. Kevin, geh du lieber mal vor. Ich bin schon wieder leicht bedrückt hier. Ich habe Angst, dass wir gefistet werden, Kevin. Vor allem wegen... Ah, wisst ihr, was das ist? Da waren wir. Wir sind hier oben lang gegangen und da waren diese ultra krassen Raider. Der eine mit der Atombombe, mit dem Atombombenwerfer, mit dem Fatman. Ich glaube, das ist jetzt hier. Ja, das ist das. Das ist das. Okay, mal gucken, ob wir die jetzt gebacken bekommen. Wir haben jetzt eine überkrasse Snipe. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, was... Da ist ein Kevin, weiß. Sehr gut. Wir bauen Fleisch, um ein Köter-Ding zu machen. Eine Köterkeule. Okay. Ich weiß nicht genau, der ist wahrscheinlich direkt hinten dran. Ich weiß nicht, wie nah die anderen sind, aber das wird schon locker flockig. Ich mach die Kiste auf. Yay. Das wär's. Ah, wir sind zu fett. Egal, macht erstmal nichts. Wir schmeißen jetzt gleich sehr viele Sachen rum. Warte mal. Auf. Genau, wir haben ultra viel. Hey, hast du meinen Garage noch genannt? Hier, Sackratte.
Don't call my dog ass heel, okay? You bitch. Das ist kaputt da vorne, ne? Okay, das langsam laufen ist doch ein bisschen nervig, aber wir müssen jetzt eh mal ein Ding nehmen, ein Red Away. So, und dann warten wir ganz kurz und essen natürlich noch ein bisschen ja, Fleisch, das wir gekocht haben. Lego am Stiel. Und schon können wir noch nicht laufen, schade. Aber bald. Das ist noch ganz! What? Dude, what? Wir brauchen dafür das hier. Boom. Boom. Wo ist denn das andere? Hier ist ja noch irgendwo eins. Ich hör's doch. Ah, da. Level up! Ja! Und da gehen wir jetzt direkt. Ich weiß auch, wenn wir eigentlich lieber in andere Sachen gehen sollten. Wir gehen entweder direkt in Taschendiebstahl oder in... Wir gehen jetzt... Ah, Hacker brauchen wir ja für die... Was? Level 21? Ihr rollt mich doch gerade durchs Leben. Was ist das hier? Schlossknacker. Level 18. Hä? What the fuck is this, dude? What the fuck? What the actual fuck is this? Okay. Jetzt nehmen wir halt noch mehr Gewicht auf uns. Eigentlich sollten wir erstmal ablegen gehen, ich weiß. Aber wir haben so viel Schotter dabei. Da können wir auch noch was wegschmeißen. Ich mache jetzt den Pilotenhelm weg. Ah, der ist aber 25 wert. Hier, Hundehalsband machen wir weg. Kevin will nämlich keins. 10 wert, lächerlich. Totenkopf. Wow. Was haben wir denn hier? Reduziert den Durchzugermutanten. Naja, jetzt können wir, glaube ich, wieder rennen, ne? Ja. Wo ist denn die Leiche, Kevin? Wo habe ich denn den hingesprengt? Habe ich den out of existence gesprengt? Da ist ein Stück. Nee, das ist der Hund. Naja. Da vorne hat man noch weitere rote Punkte gesehen. Scheinbar kamen die nicht angerannt, aber die sind da auf jeden Fall. Wir sind hier richtig. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist auch ein Außenposten. So. Halt. Ducken. 5. 3. 2. Auf alt. Aha. Bam! Ja. Das ist so nice. Wenn wir dann diesen Weapon, diesen Bullet Drop haben, dann ist natürlich das Snipen ein bisschen schwieriger, aber ich bin ja auch Profi, ne? Wo sind die anderen Gegner? Raider Psycho ist da. Wie ist er Psycho? Get Psycho! I wanna get Psycho. Hallo. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kevin, wir geben auf! Er geht direkt wieder mit seiner Ding ran. Ja, moin! Kevin, du darfst jetzt beißen, übrigens. Sehr gerne sogar, Kevin. Sehr gerne darfst du ihn beißen. Kevin, verstehen wir uns da richtig? Ja, der hat gesessen, ne? Ja. Okay, jetzt geben wir ihm noch einen schönen Header. Bah! Oh, ja, ich stehe vor ihm und treffe nicht. Ich bin wirklich der König der Welt. I'm king of the backfishes. Ich find's cool, dass er nur zweimal schießen konnte. Glückstreffer, du schießt direkt vor mir. Achso, ja, okay. Ja, ich weiß. Eben habe ich auch nicht getroffen. Ja, Fatman hat er dabei. Den kann ich jetzt erstmal nicht aufheben. Wir müssen noch die andere snitchen. Den anderen. Okay, das ist eine Frau. So ultra dünn. Oh, legendär sogar. Kevin, geh ruhig ran. Ich lade mal alle Wummen nach. Jawohl, gut gemacht, gut gemacht. Und da ist er schon mal mutiert. Ich lade nach. Geh in den Penis. Nein, du nimmst jetzt kein Stinkpack. Wisst ihr eigentlich, ob sich auch die Attribute, also hier wie Tragekraft, beziehungsweise eben diese Grundattribute Stärke und so weiter, Agilität, ob sich die auch bei jedem Up-Rank einfach ein bisschen verbessern? Wow, fast verreckt. Halt, ist da noch was in der Nähe? Ja, es ist noch was in der Nähe. Verbessern die sich einfach so von alleine ein bisschen? Dieser Limonade, ne, die ist der hat da bestimmt reingeschissen, das will ich einfach nicht. Köterkeule. Okay. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier den Fatman liegen haben und schon finde ich ihn nicht mehr. War das hier? Aber es ist nicht einer von denen. Okay. Gott, der ist so weit hinten gestorben. Ich kann den auch... Shit, ich habe den Fatman mitgenommen. Ich kann ihn nicht so weit tragen, aber wisst ihr was? Wir
Nee. Ah, Kevin, du Tier. Hey. Komm her. Hier drüben. Wortwörtlich, du Tier. Du kannst schon noch was nehmen, Kevin, oder? So, handle. Ah, handle, handle, Kevin. Kevin, handeln! Ich hab's 30.000 Mal geklickt und Kevin, was? Was ist los? Hör Hilfe? Kevin, oh, nee, oder? Achso, halt, wir haben ja Kevin, das war's. Danke, danke, Kevin. Ich schieße mit Absicht einmal neben dich, weil du so lieb bist. Aber jetzt musst du schon mitkommen, ne? Ist der jetzt voll? Kann der nicht mehr laufen? Doc, komm her. Doc, komm her. Doc, Hund. What? Komm her, Hund. Komm. Ist es jetzt? Nicht nachgeladene Waffen, wie ich es liebe. So, das ist doch jetzt bestimmt schon unser Außenposten hier außen, oder? Ja! 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 Du verursachst nachts 5% mehr Schaden! Ja! Ja! Gut! Kevin, komm mal zu mir, Kev-Kev-Boy. Boy! Ey, die sind ultra gut ausgerüstet hier. Das ist ein richtig geiler Außenposten. Kevin, 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 Kevin! Kevin, komm zu mir! Ich leg mal den Scheiß ab. So, Kevin, dich benötige ich auch kurz. Und ich möchte von dir bitte auch einmal alles haben. Danke. So und so. Und wir können sogar wieder laufen, obwohl wir noch so viele Waffen dabei haben und Scheiß. Haben die irgendwas zum Verwerten? Sind hier Sachen, wo man... Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier schlafen? Kann ich hier irgendwo mein Zeug verwerten? Nein. Nein. Da müssen wir uns was bauen. Können wir aber noch nicht, ne? Doch, können wir, weil wir diesen Anführer geskillt haben, oder doch nicht? Das testen wir mal direkt. Wenn nicht, müssen wir halt nach Hause. Aber ich glaube, bei Herstellung... Nee. Lokale Anführer Rang 2 benötigen wir. Wer liegt denn da rum? Wer ist denn da so... Wer ist denn da so... Kopflos. Kevin, komm, wir gehen nach Hause. KF, KF, hier ist nichts. Können wir zufällig so ein Ding bauen? Hier, so ein Ding. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ja! Kiwi! Kiwi! Haben wir hier, ist hier schon eins? Nee, ne? Ich denke nicht, dass die Raider auch sowas bauen. Ich stell's mal direkt hier unten hin. So. Wir haben hier mit Verlängerung gearbeitet. Um was zu machen. Warum? Warum haben die hierhin Strom geführt? Klar, das Licht ist schon mal nicht schlecht. Es ist recht sinnvoll. Aber irgendwie... Sag bloß, das ist der erste, den wir damals ausgeschaltet haben von da hinten irgendwo. Weil natürlich jetzt echt... Hammerick. Das ist so Hammerick. Null Leute. Naja, dieser Außenposten ist gut. Man sieht es, er ist... Essen, null. Ja klar, wenn niemand kommt, dann können die das Zeug ja besitzen. Wir haben ja hier eins, zweimal Schutz, hier nochmal zweimal Schutz. Hier ist auch Essen, hier ist auch irgendwo ein Getränk. Ich hab's genau gesehen. Also das passt. Klar, wenn man die Kabel so verlegt, dann sind sie halt nicht hier gespannt auf Laufhöhe. Das ist macht schon Sinn. Haben wir den Fatman jetzt eingesackt von dem Ding, von dem Kerl? Ja, ne? Fatman, okay. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, den Fatman an den Siedler weiterzureichen. Glaubt ihr, das ist irgendwie... Ist das geil? Ist das cool? Macht das Spaß? Wartet mal. Okay, hier könnten wir eigentlich... Wartet, wir machen es mal anders. Wir gehen mal nach Sanctuary, können auch die Quest noch abgeben. Wir müssen gucken, welche Handelsrouten wir dann bereits haben. Das kann man auch nachschauen in diesem Aufgabenblatt, glaube ich. Damit am Schluss alles mit allem irgendwie verbunden ist. Weil ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, es ist auch so, dass wenn wir von A nach B gehen, also A nach B verbinden, haben natürlich beide die gleichen Ressourcen. Und wenn wir dann B mit C verbinden, hat C die gleichen Ressourcen wie B und A. Das heißt, es reichen wirklich diese einfachen Verbindungen aus, um, ja, cool zu sein. Wo ist er denn, der Dödel? Was ist los? Sir! Er hat so nachdenklich geklungen. Hey! Hallo, Sir! Hallo, Sir! Hi! Hey! Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Meinst du, wir können meinen scheiß Sohn mal irgendwie finden? Dummkopf? Später. Ich denk darüber nach und sag dir dann Bescheid. Wie du meinst. Ich lasse es dich wissen und denk dran. Ja, ich hab... Hä? Ach so, das ist die Quest!
Ich dachte, wir können irgendwas abgeben bei ihm. Serge, das brauchst du zufällig. Was ist los? Eine überkrasse Wumme. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Ah, da muss ich ihm ja auch ein Ding geben, ne, dem Sturges, oder? Wenn ich ihm den Fatman gebe. Ich glaube, das ist zu krass, oder? Ich meine auch, dass man den Mitläufern, die man so finden kann, keinen Fatman geben kann, beziehungsweise die den nicht gescheit benutzen. Man stirbt einfach, weil die einen komplett wegbomben. Ich glaube, das können wir nicht machen. Aber wir haben ja genug andere Sachen. Er bekommt, das passt ultra gut zu ihm. Achso, er hat diese Luger. Ich hätte ihm jetzt diese Laserwaffe man gegeben. Man kann alles reparieren. Kann ich ihr eine Waffe geben? Du brauchst das dritte Auge. Nee. Es sagt mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen weiteren Blick in dein Schicksal bescheren werden. Sollen wir das einfach jetzt machen? Nee, wir waren noch nicht mal in der Ding. Es ist immer für dich da. Wir waren noch nicht mal in Diamond City, jetzt mal nicht übertreiben. Wir haben so wenig Leute hier. Haben wir hier eigentlich so einen Funkstrahl? Haben wir hier einen? Ja, ne? Komm schon, wir haben hier genug Zeug für einen Funkstrahl jetzt mittlerweile. Bitte. Wir müssen mal Leute sammeln. Ja! Ganz im Ernst, haben wir hier schon einen gebaut? Ich bin mir gerade voll unsicher. Warte, wir müssen es ja an Energie sehen. Haben wir Energie? Energie 0. Okay, gut, das heißt, wir haben hier keinen gebaut. Ich mache den auch direkt hier so sichtbar hin. Hier ist ein bisschen das Grüne. So. Und dann noch ein bisschen Strom, dass wir Leute sammeln können, um überhaupt das ganze Zeug machen zu können. Hoppala. So und so. 5 Leute sind echt mager. Wie viele Betten haben wir hier? 5. Da brauchen wir natürlich noch mehr Betten direkt. Wir haben ja zum Glück genug Gammelhäuser, wo wir die Leute einquartieren können. Guck mal hier. Wer braucht schon eine Waschküche? Wenn man total viele Betten haben kann. 123 Leute. Warum kann ich von diesen Ultrabetten mehr machen wie Schlafsäcke? Weil die weniger kosten. Nur 2. Okay. Ist das dann überhaupt zugänglich, wenn ich es hier reinstelle? Ich glaube, oh ja, doch, so ist es bestimmt fast zugänglich. Oh, hier hat... Achso, warte mal, ist das unser altes Haus? Was mache ich hier gerade? Oh ja, ich hätte gerade eben fast die Krippe von wer heißt der, Sean? Von Sean entfernt. Das Zimmer ist heilig, da darf niemand rein. Aber in unser altes Schlafzimmer können sie sich ruhig einquartieren, die Gauner. Warte mal, ich mache das so von der Seite. Damit wir... Oh, wir haben schon 7 Leute! What? Geiler Scheiß. Okay, perfekt, perfekt. Perfekt, Leute. Die Lampe machen wir mal. Ne, Kupfer. Oh, Kupfer ist, glaube ich, auch gar nicht mal so unselten. Doch. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist jemand Neues, ne? Wir bauen Schutz. Das heißt, wir bauen ein Geschütz hin. Hier war ja die Problematik, dass ich nicht wusste, wo wir jetzt genau das Zeug hinbauen sollen. Von wo kommen die Leute? Es ist echt eine echt große Stadt. Reicht es, wenn wir einfach außerhalb irgendwas hinmachen an die Ränder? Ich mache es jetzt einfach mal so, dass wir da vorne, an der Brücke, ganz klar. Da brauchen wir einen Schutz. Und zwar machen wir da vielleicht, da machen wir jemanden hin. Nee, wisst ihr was? Um Leute zu sparen, machen wir einen Geschützturm hin. Wir haben ja genug Ressourcen. Wir sammeln ja ständig. Das heißt, wir können uns hier auch mal was... Da oben steht schon einer. Mhm. Dann hier drüben hin. Hier drüben hin. Nicht zwingend auf dieses Fundament hier, aber direkt hinten dran. Falls von da drüben jemand kommt. Da waren doch eh Raider da drüben, oder? Vielleicht sind die sogar gerade da. Sind da Raider? Warte mal. Ha. Nee. Was ist, wenn ich hinschieße? Freut sich dann jemand? Ist dann jemand rausgerannt? Nee, okay. Preston, ich will deine behinderte Burg nicht einnehmen. Ich will hier Bäume wegmachen, Preston. Das ist einfach, das ist wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Bäume zu entfernen aus unserer City. Weil wir hier nämlich Platz haben wollen. Für Kinder und Spielzeug und so ein Scheiß. Und dafür brauchen wir halt einfach total viel Space. Ist hier irgendwo noch ein kaputter Baum? No? Is it just a broken beam or something like that? Naja, dann machen wir jetzt mal ein paar Handelsrouten. Halt, wir müssen erstmal nachgucken, wo die denn sind. Bei Daten ist es, glaube ich. Irgendwo kann man auf Karte zeigen, Zusammenfassung zeigen, Level up. Werkstätte. Auf Karte zeigen. Irgendwo konnte man sich vielleicht auf Karte insgesamt Handelsrouten angucken. Versorgungsrouten einblenden, C. So sieht's nämlich aus. Wir haben also nur... Oh, geil. Wir haben nur diese 2 verbunden. Und das sind auch alle unsere... Ah ja, das Bootshaus. Wo, krass, wie weit sind wir denn gelaufen? Das heißt, dann verbinden wir jetzt mal
Da oben sind auch zwei. Juhu. Einfach, wir gehen hier einfach Abernethy Farm. Schnellreise, Versorgung zu ausblenden. Kann ich. Sind die jetzt grundsätzlich drin, wenn ich auf Karte gehe? Nee. Im Moment läuft's nicht. Ich so, weiß. Abernethy. Du. Ja. Hoppala. Bing. Du musst nach Abernethy Farm gehen, okay? Guck mal. Hier. So. Ja. Ja. Gut, das macht sie. Sehr schön. Dann haben wir schon mal in die Richtung eine Handelsroute. Und oben zu diesem Simbabwe Außenposten oder wie er heißt, machen wir auch noch eine Handelsroute. Wer ist denn hier noch zugereist? Wer ist denn jetzt ganz frisch und hat noch keine Aufgabe? Sturgis, ich kann ihn ja nicht wegschicken, oder? Doch. Aber er kann keine Handelsroute haben, okay. Kann ich eigentlich was mit ihm machen? Ich wollte schon Woodhouse sagen. Nee, geht nicht. Wo kann ich denn, wen kann ich denn jetzt noch benutzen? Nee, der gehört, glaube ich, auch zu der Sippschaft hier. Ja, das ist dieser Wong, Bongong, Hongkong. Ah, du. Okay, du machst Essen. Tja. So kann es laufen. Dann müssen wir dahin reisen. Achso, halt, 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 halt. Wir verteilen Waffen. Wir verteilen Waffen. Uhuhuhu. Hallo. Wenn du arbeitest, kannst du essen. Richtig. So einfach ist das. So sieht's nämlich aus. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Ja, weiß ich. Hecher, hecher. Hecher, hecher, papa. Du hast zwar deine Impro-Pistole, die deutlich besser ist als diese, Ich merke schon, das macht nicht wirklich viel Sinn, ne? Wenn ich ihm schwächere Waffen gebe irgendwie. Aber weißt du was? Ich gebe dir mal den Pilotenhelm. Ich rüst euch so krass aus. Ich will einfach, dass ihr teilt seid. Guck mal, wie gut der damit aussieht. Armeehelm ist ja ganz klar für mich. What the fuck? Warum? Ach ja, Dogmeat. Ich habe dir den ja abgenommen. Leichte Hunderüstung habe ich auch noch dabei. Kannst du den anziehen? Den Hunderüstung. So. Hä? Das hat jetzt aber super funktioniert. Gut, dann hat er halt einfach nichts an. Er soll den Rest behalten. Leichte Hunderüstung. Kevin hat eine Er hat die gar nicht mehr. Ah, die habe ich ihm weggenommen. Ja, natürlich, logisch. Kevin, 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 Kevin. Kevin! Hier. Rennt einfach von mir weg. Ich meine auch, dass das die Menschen nicht machen. Einfach vor einem wegrennen. Wieder rumquietscht. Können wir. Die Frau hätte ich noch ausrüsten können, unsere Karawanenfrau. Die hat wahrscheinlich aber eh eine deutlich krassere Wumme als die ich jetzt anbieten würde. Wenn die alle Impro-Pistolen haben, dann können wir ein paar Sachen tauschen. Schieß ja. Los. Ajo, 14. Danke für deine Kronkorken, die brauchst du nicht. Ah ja, die ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Du hast ja einen Hut auf, von daher brauchst du keine Nachklappe. Okay, Leute, und damit beenden wir diese Folge. Ciao, tschüss.